Hallo, vielleicht guten Morgen. Ich weiß nicht, wann du diese Aufnahme, diese Andacht siehst. Ich muss mich ja für gestern entschuldigen. Ich wollte gestern am Montag auch eine Andacht gemacht haben, aber ich hatte so einen Respekt vor den ganzen Musikaufnahmen, den Filmaufnahmen, die ich gemacht habe und die ich schneiden musste oder wollte, dass mich das völlig eingenommen hat. Mein Ziel war es, auch gestern schon etwas nahezubringen, was noch nicht ganz weihnachtlich ist, obwohl ich gar nicht anders kann, als heute weihnachtlich zu sein. Du siehst, ich habe den Weihnachtsbaum schon hinter mir, dass du wirklich Gott auch darum bittest, dass er diese tiefe Gemeinschaft mit dir sucht. Er will es ja, aber er will auch dein Einverständnis. Wir haben eine sehr schöne Szene in unserer Krippe, die ich auch noch filmen möchte, wo es darum geht, dass Maria betet und während des Gebetes, während der Kontaktaufnahme, der Kommunikation mit Gott erscheint ihr ein Engel. In Lukas 1 können wir das nachlesen. Lukas hat sowieso sehr einfühlsam, sehr reichhaltig in seiner Gefühlswelt die Geburt Jesu vorbereitet. Bei Maria, dann geht es um Zacharias. Später, nach der Geburt und während der Geburt, begegnen ja verschiedene Menschen, Jesus und auch Maria und Josef. Noch im Tempel wird dann nochmal Gott gepriesen, während man das Kind im Arm hat. Und hier bei Maria ist es so, dass sie betet und dann kommt ein Engel und sagt: Du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihn auf den Thron seines Ahnherrn David setzen. Und er wird für immer über die Nachkommen Jakobs regieren. Seine Herrschaft wird nie zu Ende gehen. Ob wir nun auch zu den Nachkommen Jakobs gehören dürfen, ist das die eine Sache, aber dass seine Herrschaft nie zu Ende geht und dass wir eingeladen sind durch Jesus Christus tatsächlich, dass aus diesem Glauben eine weltweite Glaubensbewegung hin zu Gott geworden ist, das ist etwas ganz Wunderbares. Aber dass Maria sich hier hinsetzt und betet, dass sie in der Vorbereitung ist, dass sie in die Stille geht, das ist, glaube ich, etwas, was wir heute, morgen und übermorgen und in diesen Weihnachtstagen sehr suchen sollten. Und lies doch bitte jeden Tag eine dieser Weihnachtsgeschichten auch noch einmal und bewege sie in deinem Herzen. Stell dir bitte vor, dass du derjenige oder diejenige bist, die das erlebt. Sei auch einmal die Maria oder sei von mir aus auch mal der Engel Gabriel, aber in der Regel sind wir eben die Empfangenden, die von Gott etwas bekommen und die es im Herzen bewegen. Tatsächlich ist es so, dass der Engel dann sagt: Gottes Geist wird über dich kommen und seine Kraft wird das Wunder vollbringen. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig und Gottes Sohn genannt werden. Und wenig später, für Gott ist nichts unmöglich. Ich will heute nicht über das Thema Jungfrauengeburt sprechen, aber theologisch ist es absolut notwendig, dass, wenn Jesus wahrer Mensch und wahrer Gott ist, gleichzeitig ein menschlicher Anteil ist, aber auch ein göttlicher. Dass die Geburt dieses Kindes ein übernatürliches Ereignis ist, weil in ihm tatsächlich Gott selbst präsent ist. Und das geht nur, wenn Gott auch selber aktiv beteiligt ist, und zwar so massiv, dass er geradezu physisch auch präsent ist in Jesus Christus. Was Maria dann sagt, das gehört für mich zu den schönsten Worten, die es für mich geben kann. Es sind ganz schlichte Worte, denn Maria sagt: Ich gehöre dem Herrn, ich bin bereit, es soll an mir geschehen, was du gesagt hast. Wie oft habe ich diese Worte schon selber gesagt in Bezug auf mich? Ich gehöre dem Herrn, ich bin bereit, an mir geschehe, was du willst, wie es im Vater unser auch ähnlich heißt. Darin kommt etwas zum Ausdruck, dass du Gott suchst, dass du Gott aufsuchst, dass du seine Nähe suchst, so wie Jesus ja auch selber sagt: Bittet und ihr werdet bekommen, suchet und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet. Ihr könnt gleich bei Lukas in Kapitel 11, Vers 9 nachschlagen, also nur ein wenig weiter als das, was wir gerade gehört haben. Also Gott auch ganz bewusst darum bitten, dass er zu dir kommt, dass er diese Beziehung zu dir bereichert. Denn Bekehrung, das Thema, das wir zwei, dreimal letzte Woche hatten,
wird ja dadurch auch ausgelöst, dass es ein Wirken des Heiligen Geistes ist. Dass dein Wollen sind vielleicht 10, 15, 20%, aber das Wirken des Heiligen Geistes, das sind dann 80 oder 90%. Das ist also der große Anteil daran, der dir das schenkt. Insofern ist Weihnachten auch immer ein kleines Stück Pfingsten, denn in dem Moment, wo du Weihnachten, die Geburt dieses menschgewordenen Wortes Gottes, das schöpferisch ist, wenn du das annehmen kannst, dass Mensch wird in einer jungen, wundervollen Frau aus Nazareth, dann ist darin auch ein Wirken des Heiligen Geistes bei dir festzustellen. Bewege diese Worte in deinem Herzen und lasse dich von der Heiligen